ist, oder? Eventuell kann es wirklich sein, ja. Was, die Steam Engine, oder wie? Ja. Ne, die raucht immer, aber die, wenn die überhitzt ist, ist es rot. Das mittlere Teil. Das ist die ganze Zeit rot. Ah, die ist an. Ich weiß nicht, ob die an ist. Bewegt die sich? Nein. Ja, nicht. Ja, aber das in der Mitte, das war schon da, wo wir es platziert haben, war das schon rot. Komisch. Aber wenn es gleich hochgeht, weiß ich, was los ist. Naja, die Sterling Engine ist so, die immer ihre Farbe wechselt. Weil bei allen, die man kühlen muss, wechselt die Farbe. Oh ne, nicht bei überhaupt allen, soweit ich weiß, oder? Die Sterling Engine? Die Steam Engine funktioniert mit Wasser, warum soll die überhitzen? Was? Totale Logik! Ja, nee, die braucht ja auch noch was Zweites, die würde nur noch... Ja, Kohle! Ja? Und das Wasser sind da, wenn Wasser fehlt, überhitzt. Wenn kein Wasser da ist... Die Wasser ist voll! Keine Ahnung. Die Wasser ist voll, ja? Punkt. Hä? Wieso, hä? Der Bubby ist da, ich mach schon. Ja, Papi, guck mal. Geht nicht. Guck. Gucken. Bubby. Gucken geht nicht. Ja. Und Papi? Muss mich verarschen? Wahrscheinlich leckt der Server die ganze Zeit. Jetzt, wieso geht nicht mehr, Papi? Weil die Fresse liegt. Spielzeug kaputt. Du hast das Kind, das ich kaputt gemacht. Hör mal auf! Ey, leck mich, Alter, ich baue die jetzt einfach ab, so. Ha, ich hab's ja. Fick dich. Hinmachen. Oh, what the fuck einfach? Yeah! Die unten geht auch nicht mehr. Ja, dann baust du wieder ab. Oh, oh. Was ist? Die geht nicht. Schmeiß mir mal kurz einen Eimer runter. Ja, wieso denn? Wieso mit dem Eimer? Weil die Wasser braucht, dass er angeht! Warum geht das Wasser dann da? Ding pumpt nicht mal mehr Wasser hoch. Ja, also, weißt du. Kannst ja nicht. Was weiß ich, warum ich zu dir sag, schmeiß mir einen Eimer runter. Mein Gott. Weiß. Danke. Mein Gott. Du machst immer so kompliziert. Das nicht, ich darf das. Ha! Brennt schon wieder nichts mehr. Kacke. Hey, warum? Also, die funktioniert noch, aber... Hä? Hallo. Ja, es hat ihn zu Ende gebrannt wahrscheinlich. Ha! Ach gut, das sind voll. Alter, wenn die gleich wieder ausgehen. Danke. Ja, kein Problem. Ja, Scheiße da hinschmeißen, musst du als einsammeln. Das kann noch weg. Die eine Fackel kann auch weg. Ja. Ach du Scheiße! Nein. Ich wollte gerade einen zweiten Pulverizer bauen, habe ich geguckt, habe ich gesagt, nee, lieber doch nicht. Heiko, ist Heiko überhaupt noch da? Ja, ich bin da. Ist Danny noch da? Ja, Danny ist mit Janis da und mit der Piepse-Stimme. Muss ich kurz gucken, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft? Ah ja, die hat nur 400 GB. Alter, dann... Ja, Heiko, wir müssen vorproduzieren, dass ich das Ganze bei dir hochladen kann, weißt? Ja. 400 GB, kein Problem.
Die Aufnahme hat 400 GB, Patty, warum schmeißt du mir wieder deine ganze Rotze dahin? Ja, irgendwie muss es ja einsammeln und machen und tun. Ja, danke. Ich baue jetzt einfach mal nach oben, mach schon was passiert. Ja gut, aber du hast 2 Tage Zeit, da können wir schon die 400 GB hochladen. Das würde selbst bei dir wahrscheinlich dann gehen. Was, in der Nacht wird es ja wahrscheinlich noch schneller gehen, weil das Internet nur ausgelastet ist. Durch uns. Naja, es wird nicht aus, das ist immer gleich schnell. Das ist eine Businessleitung, die ist reserviert, die schwankt nicht. Ah, Businessman. Die schwankt 0,0 oder was? Was heißt 0,0? Die hat halt immer die Mindest, also hat halt immer das, was er mindestens bringen sollte. Das garantieren die sozusagen. Ja. Kann sein, dass es nachts dann halt ein paar Mbit mehr hat, weil das ein, ja. Ein paar. Bei Hako ist er eben nur ein paar. Ja. Ach, das Ding ist schon wieder leer. Weißt, bei uns würden ein paar schon. Ja, ein paar. Weißt, wenn du hast ja 100 Upload, gell? Ja. Dann gibst 50 Danny und 50 mir. Ne, warte, Danny stinkt, also gibst 70 mir und Danny 30. Hä, was mit mir? Ach, du willst auch hochladen oder was? Achso, ja, mal schauen. An den 3 Tage. Soll ich jetzt den Pokerkoffer mitbringen? Ja, natürlich bitte, natürlich bringst du den Pokerkoffer mit, das ist okay, so. Könnt ihr, also, Patty, weißt du ganz genau, wie es geht? Ja, weiß, also auch mit... Ob wir jetzt normales Poker spielen oder Blackjack und sowas? Ne, das ist ja nicht Poker. Blackjack? Ja, Blackjack ist ein eigenes Spiel. Hat auch mit Poker zu tun. Aber ja, pokern kann ich. Also du weißt ja auch alles mit Split Pot und... Ja. Okay, gut. Ja, weil wir hatten ja als Schulprojekt, hatten wir mit der Schule als Start, da haben wir Casino aufgemacht, weil wir hatten so viel Geld. Seid ihr noch da? Split Pot sagt mir gar nichts. Nur, ich glaube damals nur mit Small Blind gespielt, mit Big Blind. Ja, das gehört ja dazu, aber wenn ja zum Beispiel, wenn zum Beispiel einer All-In geht mit, sagen wir mal, in der Runde sind 300 gesetzt. Mhm. So. Und dann sagen wir, der Typ hat keine 300 mehr, möchte aber mit seinen Karten all mitgehen, sozusagen All-In, und setzt dann halt 200. Mhm. So. Das heißt, die 200, oder sozusagen... Wenn dann die anderen Leute dann da mitgehen, dann kommt die 200. Also wenn die zum Beispiel dann 350 setzen, kommen dann 200 auf dem Typ sein Pot. Mhm. Und die anderen 150 sozusagen kommen auf einen extra Pot. Und würde dann zum Beispiel der gewinnen, also würden dann 3 Leute im Rennen sein. Der eine, der nur noch das All-In gemacht hat, mit dem ganz wenig, und 2 andere halt. Mhm. Und der Typ würde gewinnen, wo All-In gemacht hat, der würde dann alles gewinnen. Und würde halt jemand anders gewinnen. Hat er verkackt? Nein. Achso, doch. Nee. Also, nee, warte, stopp. Wenn er gewinnt, also der, wo All-In gesetzt hat, bekommt er nur den Haufen, wo die 200 gesetzt wurden. Und das alles andere Geld, was die Leute dann ja sozusagen auf dem sein All-In gesetzt haben, werden auf die rechtlichen Personen aufgeteilt. Okay. Das ist Split, oder bei gleichen Karten heißt Split Pot, und das heißt dann halt sozusagen, weißt du, dass der Typ halt nicht mit, was weiß ich, mit dem 5er All-In geht, die anderen setzen dann 200 und der bekommt dann den ganzen Scheiß. So haben wir das gespielt. So sind's nach den echten Pokerregeln. Okay. Das hat mir dann an dem Abend, wo wir dann aufgemacht haben fürs Schulfest, hat mir das auch erstmal einer erklären. Ich sag, wir haben damals, als ich beim Kumpel war, mit Big Blood und Small Blood gespielt. Ja, ja klar, das ist ja am Anfang, weißt? Ja. Das setzt du ja am Anfang, der ist Big Blind und Small Blind, und sozusagen der Dealer läuft ja dann immer eine Runde weiter, oder geht er immer eine Runde weiter? Genauso wie die anderen zwei.
Ja, der Dealer, der Smallband und der Big...